Kassenbon zum Mitessen. Ein Musinger Bäcker bereitet der umstrittenen Bonpflicht mit seinen Krapfen ein kreatives Ende. Seitdem die neuen Kassenbons Pflicht sind, machen sich Kunden und kleine Betriebe lustig über diese neuen Auswüchse von Behördenlogik. Bäckerei Weiß aus Mosingen verfolgt nun einen sehr kreativen Ansatz und verkauft Krapfen mit Kassenbon-Deko aus Zuckerpapier. Mit Vanille, Mascarpone, Himbeerfüllung zu 2 Euro. Sie finden reißenden Absatz und Fotos der neuen Spezialität werden bereits in sozialen Medien wie Reddit gepostet. Im Bild Erfinder Ludovic Gorwin. Es sei mir verziehen, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe.